Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich. Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal, ob du am Service Point in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step. Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei näher an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für das Lausitzer Seenland. Wir starten unsere Sendung mit einer Meldung aus Hoyerswerda. Die Stadt wird die Zusammenarbeit mit dem Sportbund Lausitzer Seenland in Bezug auf Förderanträge ab dem kommenden Jahr nicht mehr fortsetzen. Was das besonders auch für den Sportbund bedeutet, hat mein Kollege Matthias Pollmann im Gespräch mit Vizepräsident Conny Böhme erfahren. Die Stadt Hoyerswerda hat den Zuwendungsvertrag mit dem Sportbund Lausitzer Seenland zum Jahresende gekündigt. Das wurde bei der letzten Stadtratssitzung bekannt gegeben. Künftig will die Stadt vor allem die Fördermittelanträge für die Sportvereine selbst verwalten. Beim Sportbund sorgt diese Meldung allerdings für Unsicherheit. Bisher hat die Stadt uns als Sportbund Lausitzer Seenland damit beauftragt, die Fördermittelvergabe und die Hallenvergabe durchzuführen. Jetzt hat sie diesen Zuwendungsvertrag gekündigt und möchte in Zukunft die Fördermittelvergabe alleine durchführen, weil sie sich daraus ein Kostenersparnis oder eine Mehrlenkungsfunktion erwartet. Wir wissen natürlich noch nicht, wie es dann auch ab nächstem Jahr mit der Hallenvergabe weitergeht. Das ist eine große Unsicherheit bei uns im Sportbund, die wir hoffen, in Zukunft schnellstmöglich auch mit der Stadt zu klären. Die CDU-Fraktion des Stadtrates hat beantragt, das Thema noch einmal im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss zu behandeln. Im Saal der Lebensräume Hoyerswerda in der Käthe-Niederkirchner Straße informierte unlängst Professor Dr. Joachim Krautz über die künftige Energienutzung. Kernpunkt seines Vortrags war dabei der Wasserstoff. Laut Krautz könnte dieser als Schlüssellösung dienen, um die Netzlast in Bezug auf erneuerbare Energien wie Windkraft oder Solar aufrechtzuerhalten. Aktuell wird die Leistung des Stromnetzes auch durch fossile Rohstoffe gesichert. Über Nacht oder bei schlechtem Wetter können Photovoltaikanlagen beispielsweise die Last nicht kontinuierlich sichern. Dann könnte bereits zuvor abgespeicherte Energie ins Netz eingespeist werden. Ansprechen will Krautz zusammen mit dem Wasserstoffnetzwerk Lausitz vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Wasserstoff ist weltweit, wie gesagt, im Energiebereich eigentlich das Top-Thema. Das betrifft, ich will anfangen von der europäischen Politik über die nationale Politik bis zur brandenburgischen Politik, möchte die Möglichkeiten, die man mit Wasserstoff hat, zeigen. Ich möchte kurz auf den mobilen Sektor eingehen, kurz was sagen zu Speichermöglichkeiten. Da ist Wasserstoff eine ganz große Chance. Die sogenannte gesicherte Leistung, die wir hier haben, jedenfalls teilweise abzulösen. Und da ist da haben Energieträger wie die Photovoltaik und die Wasserkraft und die Windenergie eben Nachteile. Das also, es gibt saisonalen Betrieb, es gibt Tag-Nacht-Betrieb wie bei der Photovoltaik. Und da braucht man einen Puffer. Also man muss brauchen einen Energiespeicher, der in riesigen Dimensionen eben dann Energie liefert, wenn keine mehr zur Verfügung steht, beziehungsweise die Energie dann speichert, wenn zu viel produziert wird.
Zu über 90% wird Wasserstoff aktuell noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Daher sei es wichtig, den Fokus auf sogenannten grünen Wasserstoff zu setzen und erneuerbare Energien aktiv mit einzubinden, so Krautz. Das Wasserstoffnetzwerk Lausitz soll dabei als Vermittler und als Anlaufpunkt zum Austausch dienen. Regionale Akteure bräuchten Aufklärung und Sicherheit. Der Energiemarkt wandle sich schließlich stetig weiter. Die geplante neue Dorfmitte im Hoyerswerder Ortsteil Dürkenhausen kann umgesetzt werden. Dabei soll der Bereich um das Gebäude der Ortsverwaltung, Feuerwehr und Jugendclub neu gestaltet und damit die Attraktivität des Ortsteils erhöht werden, nicht nur für den Ortsteil selbst, sondern auch für die Besucher und Durchreisende. Mit der Zusage eines Fördersatzes von 75% kann nun an dem rund 480.000 Euro teuren Projekt weitergearbeitet werden, so die Stadt Hoyerswerda. Sofern alles planmäßig verläuft, wird das Vorhaben im kommenden Jahr realisiert. Die Sanierung der Sächsischen Landesfischereischule in Königswartha ist noch immer nicht genehmigt. Dies erklärte ein Sprecher des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums auf Anfrage der Lausitzwelle. Ursprünglich sollte bereits im Frühjahr mit der energetischen Ertüchtigung des Wohnhauses begonnen werden. Für 2022-23 war die Dach- und Fassadensanierung des Schlosses als Haupthaus der Einrichtung vorgesehen. Insgesamt soll die Sanierung 4 Jahre dauern. Parallel dazu will der Freistaat Sachsen die Fischereischule zu einem Kompetenzzentrum für Aquakultur und Fischerei erweitern. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des Strukturwandels. Hierfür steht noch die Bewilligung der Machbarkeitsstudie durch das Bundeswirtschaftsministerium aus. Das Landratsamt Bautzen warnt vor anhaltender Gefahr für Waldbesucher und Waldbesitzer. Der Sturm Ignaz hatte im Oktober auch in den Wäldern im Landkreis Bautzen Wurf- und Bruchschäden hinterlassen. Wälder sollten daher mit erhöhter Vorsicht betreten werden. In den Baumwipfeln können noch immer lose Äste und Kronteile hängen, die jederzeit herabfallen können. Die durch den Sturm geschädigten Waldflächen und Einzelbäume, insbesondere Nadelholz, bieten zudem für den Borkenkäfer eine gute Entwicklungsmöglichkeit. Sturmholz sollte zeitnah aus dem Wald transportiert werden. Waldbesitzer sollten außerdem besonders entlang öffentlicher Verkehrswege und in der Nähe von Gebäuden und Erholungseinrichtungen am und im Wald kontrollieren, ob von ihrem Eigentum Gefahren für die angrenzenden Flächen ausgehen. Nun schon zum zweiten Mal weilte der Trainer des Lausitzer Handballvereins Conny Böhmer auf Einladung des Landratsamts für Schule und Bildung als Referent bei einer Fortbildung von Sportlehrern. Dabei zeigte er vor allem viele Praxisübungen in der Sporthalle, lehrte verschiedene Techniken und Spielweisen bis hin zu Übungsformen, die man zur Benotung nutzen kann. Nach seinem ersten Einsatz standen nun in der Sportschule Werdau vor allem die Klassenstufen 8 bis 12 im Vordergrund. Die Zusammenarbeit zwischen dem LHV und dem Landratsamt soll auch in Zukunft weitergehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Sachsen und der DGB Berlin-Brandenburg haben entschieden, die für den 1. Dezember geplante 17. Lausitz-Konferenz unter dem Titel Revierwende – den Strukturwandel vor Ort mitgestalten, wegen der hohen Inzidenzwerte nicht in der Cottbusser Stadthalle, sondern digital durchzuführen. In einem 2-stündigen Online-Dialog erörtern Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, wie die Revierwende in den Lausitzer Braunkohletagebauen unter Beteiligung der Menschen vor Ort vollzogen werden soll. Ich erwarte von der neuen Bundesregierung, dass sie den Strukturwandel in den Kohleregionen Priorität einräumt. Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung darf nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen, so Anne Neuendorf, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bezirks Sachsen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem 2-stündigen Lausitz-Dialog teilzunehmen und mitzureden. Die Stadt Senftenberg ruft ihre Bewohner auf, besonders im Herbst für die Sauberkeit der Stadt Verantwortung zu tragen. Besonders das Laub auf Wegen, Straßen und Plätzen kann sich durch Feuchtigkeit in einen rutschigen Belag verwandeln und so Stürze und Unfälle verursachen. Alle 14 Tage ist daher eine Reinigung durch die Eigentümer der erschlossenen Grundstücke durchzuführen und das Laub zu beseitigen. In Straßen, die über einen hohen Baumbestand verfügen, werden durch die Stadt Senftenberg hierfür Laubsäcke zur Verfügung gestellt. An Hauptverkehrsstraßen erfolgt eine maschinelle Reinigung. Befestigte Gehwege sind von den Anliegern zudem von Bewuchs freizuhalten. Bei Fragen zu diesen Themen oder konkret zur Straßenreinigungssatzung können sich Interessierte an das Ordnungsamt der Stadt Senftenberg wenden.
Die Stadt Hoyerswerda teilt mit, dass die Neugestaltung der Heimatstube im Bürgerhaus in Bröten nun abgeschlossen ist. Am 8. November wurde sie feierlich eingeweiht. Die Ausstellung war in die Jahre gekommen und auch der Ausstellungsraum benötigte eine Auffrischung. Es war ein ehrgeiziges Projekt, welches über den Bürgerhaushalt des Jahres 2020 angeschoben und nun dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer abgeschlossen werden konnte. Nach fast zwei von Hürden geprägten Jahren, wie unter anderem der Corona-Krise oder finanzieller Engpässe, die das Vorhaben bremsten, hatte sich die Arbeit jedoch gelohnt. Alle Ausstellungsstücke wurden gesichtet, gereinigt und nach einem neuen Konzept angeordnet. Zwei Schubladenvitrinen konnten zudem von einem anderen Museum übernommen werden. Jetzt kann die Heimatstube wieder zu Besichtigungen einladen. Anschaulich wird über die sorbische Kultur und die Dorfgeschichte informiert. An der L58 in Rosenau sollen im Herbst 2022 neue Bäume gepflanzt werden. Die sanierte Ortsdurchfahrt ist seit mehr als zwei Jahren freigegeben. Kahl sieht es dort, wo vorher eine Eichenallee stand, auch heute noch aus. Das ärgert nicht nur Einwohner, sondern beispielsweise auch den Landtagsabgeordneten Wolfgang Reuk. Immer wieder fragt er in den letzten Monaten in unterschiedlichen Gesprächen nach dem Arbeitsstand. Bei der damaligen Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt Hosenau wurden Leitungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse nicht ganz planscharf verlegt. Aufgrund dessen wird das Pflanzen neuer Bäume noch verzögert, da für das Vorhaben weitere Abstimmungen mit Dritten erforderlich sind. Infrastrukturminister Guido Bermann stellte in seiner Antwort jedoch in Aussicht, dass die Bäume im Herbst 2022 gepflanzt werden können. Aufgrund der ersten bestätigten Fälle der afrikanischen Schweinepest im sächsischen Nachbarlandkreis Meißen galt es nun für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Maßnahmen zu ergreifen, unter anderem auch die verstärkte Fallbildsuche. Zudem wurde im südlichen Teil des Landkreises eine Sperrzone eingerichtet. Auftakt der Suche bildete ein Waldgebiet von knapp 150 Hektar südlich und südwestlich von Kroppen. Eine weitere Suche per Drohne in der Gemarkung Kroppen ergab ebenfalls noch keine Auffälligkeiten. Am Samstag, den 20. November, will der Landkreis die Fallbildsuche dann mit lokalen Hundeführern im Waldgebiet Kroppen in Richtung Janowitz fortsetzen. Auch für die kommende Woche sind weitere Einsätze geplant. Konkret betroffen sind die Gemeinden Grünewald, Hermsdorf, Kroppen, Ortrand, Großkmehlen und Lindenau. Das Amt für Kartografie und Geodäsie hat jetzt mitgeteilt, dass der Ausschuss für geografische Bezeichnungen dem Bundesverkehrsministerium vorgeschlagen hat, Autobahnschilder im Siedlungsgebiet der Sorben zukünftig zweisprachig zu benennen. Dem vorausgegangen sind jahrelange Bemühungen der Domowina. David Stadnik, Vorsitzender der Domowina, sagte dazu: "Wir begrüßen die Entscheidung des Ausschusses. Dies ist eine wichtige Zwischenstufe auf dem Weg zur Normalität der zweisprachigen Lausitz. Es handelt sich dabei um keine endgültige Entscheidung, aber es ist ein Hinweis in die richtige Richtung. Der Vorschlag soll dann erfolgen, sobald die neue Bundesregierung gebildet wurde." Die Volleyballfreunde Blau-Weiß-Hoyerswerda mussten sich nach 5 Siegen in Folge und Platz 1 in der Sachsenklassentabelle am dritten Spieltag dem neuen Tabellenführer VfL Pirna Koppitz geschlagen geben. Die Männermannschaft um Kapitän Lars Schneider ging am Samstag zunächst gegen die Sachsenliga-Reserve von Motor Migden nach langen und kräftezehrenden über 100 Spielminuten mit 3:2 als Sieger vom Platz. Das Hoyerswerda-Team, das diesmal ohne ihren etatmäßigen Spielertrainer Alexander Philipp sowie die Angreifer Panoscha, Hilse, Ullmann und Paulik antrat, war personell nicht stark genug besetzt, um Pirna nach 85 Minuten besser Paroli bieten zu können. Die Elsterstädter sind nun Tabellenzweiter und müssen in 14 Tagen gegen den 6. Coswig und schlusslich Post Dresden antreten. Hoyerswerda ist Kommune der Demokratie. Zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitung von 1991 auf ausländische Vertragsarbeiter und Asylbewerber wurde schon im September eine Gedenkveranstaltung in Hoyerswerda ausgetragen. Anwesend war auch David Marku, welcher damals als Gastarbeiter in Hoyerswerda von den neonazistischen Angriffen betroffen war. An diesem Tag entschuldigte sich Oberbürgermeister Thorsten Ruben C. ganz offiziell bei ihm und stellvertretend bei allen Opfern der rassistischen Ausschreitung von vor 30 Jahren.
Im Nachgang erhielt der Hoyerswerder Oberbürgermeister viele Zuschriften von Menschen, die sich für diese Geste bedanken. Anfang November wurde nun bekannt gegeben, dass die Stadt Hoyerswerda für den Sächsischen Förderpreis für Demokratie nominiert wurde. Dem Gremium zufolge habe sie in den letzten 30 Jahren eine Trendwende geschafft. Inzwischen setzte sich die Stadt kritisch mit den Ereignissen auseinander und verfolgen das Ziel, eine Stadt für alle, jenseits von Ausgrenzung und Rassismus zu werden. Beim Festakt am 8. November im Staatsschauspiel Dresden durfte Oberbürgermeister Thorsten Rubanzee stellvertretend für alle Akteure in Hoyerswerda den Preis Kommune der Demokratie freudig entgegennehmen. Ab sofort gilt im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda für Besucher die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auch Patienten der Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums Bernd Henning und Margit Noack müssen bei ihrem Weg durchs Klinikum eine FFP2-Maske tragen. Aufgrund der geschlossenen Nebeneingangstüren ist der Zutritt zu den Praxen nur über den Haupteingang des Klinikums möglich. Weiterhin gilt grundsätzlich, pro Patient darf pro Tag für eine Stunde ein Besucher ins Krankenhaus. Bei der Fahrerlaubnisbehörde im Landkreis Bautzen ist jetzt eine Online-Terminvergabe möglich. Bereits ab dem 3. November ist dieser Service in Kraft getreten. In dringenden Fällen können Termine in der Führerscheinstelle nun auch online gebucht werden. In folgenden Fällen ist eine Online-Buchung möglich: beim Umtausch Ihres alten Papierführerscheins, wenn Sie ein unaufschiebbares Anliegen als Berufskraftfahrer haben oder bei Verlust des Führerscheins. Für alle anderen Angelegenheiten wird der telefonische Kontakt mit den Ansprechpartnern im Landratsamt angeboten. Bereits seit einem Jahr bieten der Verkehrsverbund Oberelbe gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben die Ticketing-App Fertig in allen Verkehrsmitteln an. Mit der App können die Kunden bargeld- und kontaktlos fahren und haben automatisch immer das richtige Ticket in der Tasche. Um noch mehr Fahrgäste für Fertig zu gewinnen, bieten die Verkehrsbetriebe den Nutzern, die zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember neue Fahrgäste für die App anwerben, ein Guthaben in Höhe von 3 Euro. Zusätzlich erhält der Neukunde ein Startguthaben in der gleichen Höhe. Um die App zu benutzen, checkt sich der Fahrgast vor dem Einsteigen in Zug, Tram oder Bus in der App mit einer Wischbewegung ein. Damit hat er die gültige Fahrkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer Wisch über das Handy die Kostenerfassung. Damit der Reisende nicht vergisst auszuchecken, erinnert die Fertig-App am Ende der Reise mittels Smartphone-Sensoren automatisch daran. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Gilt mein Ehepartner eigentlich als grundsätzlich Bevollmächtigter bei Verträgen? Die Antwort hat jetzt Rechtsanwalt Hagendöhl für uns. Er zeigt an einem passenden Beispiel, wie weit die Rechte in der Ehe gehen. Jetzt in unserer Servicezeit Recht. Petra L. und ihr Ehemann wohnen in einer Mietwohnung. Anlässlich einer Änderung des Vertrages teilt ihr der Vermieter mit, dass nur der Ehemann die Änderungsvereinbarung zu unterzeichnen bräuchte, denn schließlich habe auch nur er den Mietvertrag unterschrieben. Vertreten sich Eheleute nicht grundsätzlich immer gegenseitig? Das wird vielfach angenommen, das ist aber gerade nicht so. Ohne eine Bevollmächtigung kann niemand für andere Erklärungen abgeben oder Entscheidungen treffen. Frau L. wäre also nur Vertragspartnerin des Mietvertrages, wenn sie ihn selbst unterzeichnet hätte. Oder wenn sie seinerzeit ihren Ehemann tatsächlich bevollmächtigt hat und er auch von der Vollmacht Gebrauch gemacht hat, indem er zum Beispiel irgendwie kenntlich gemacht hat, dass er nicht nur für sich unterzeichnet, sondern eben auch für seine Ehefrau. Wenn diese zum Beispiel im Kopf, also in den Angaben auf Mieterseite im Mietvertrag vielleicht sogar mit aufgeführt ist, dann wäre das durchaus denkbar. Aber unsere Zuschauerin muss sich da auch gar keine Sorgen machen, weil das Mietrecht jedenfalls auch ihr die Mitbenutzung der Wohnung und die Weiternutzung vielleicht im Todesfall sichern würde.
Das würde ja auch bedeuten, dass ein Ehepartner gar nicht für Verbindlichkeiten einstehen muss, die der andere eingeht. Richtig. Das glauben allerdings auch viele Eheleute, dass das so wäre. Ist aber nicht so. Es gibt dabei nur sehr wenige Ausnahmen, zum Beispiel Geschäfte, die abgeschlossen werden zur angemessenen Deckung des gemeinsamen Lebensbedarfs, die erforderlich sind, um zum Beispiel den gemeinsamen Haushalt zu führen, um Lebensmittel einzukaufen, Haushaltsgeräte, Kleidung, Spielzeug für die Kinder. Bei solchen Geschäften kann man sich gegenseitig vertreten. Bei allen Sachen des täglichen Bedarfs, also zum Beispiel auch beim Einkaufen von Kosmetika, also Vorsicht, wenn die Ehefrau durch die Kosmetikläden zieht. Gilt denn das alles auch, wenn ein Ehepartner schwer erkrankt? Ja, das gilt auch in solchen Fällen und es geht auch noch weiter, nämlich bis hin zu der Problematik, muss ein Arzt Fragen beantworten, wenn es der eigene Ehepartner nicht mehr kann. Das ist in der Regel nicht so. Ohne Zustimmung des Patienten kann der Arzt selbst, wenn es wirklich genau genommen wird, dem Ehepartner keine Auskünfte erteilen. Kann man da vorsorgen? Das kann man mit einer Vorsorgevollmacht und mit einer Patientenverfügung. Kann man viel für solche Situationen vorbeugen, damit eben tatsächlich dann keine Probleme auftreten. Wenn man zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht nicht errichtet hat zu Zeiten, in denen man das noch hat tun können, weil man eben noch keiner Betreuung bedarf, dann erfolgt in der Regel eine Betreuung auf Anordnung des Gerichtes. Solche gerichtlichen Betreuungen, wenn die angeordnet werden, die unterliegen schon einigen Restriktionen, Beschränkungen. Da gibt es eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Gericht und möglicherweise auch Zustimmungsvorbehalte für Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen. Wird ein Fremdbetreuer sogar bestellt, weil sich in der eigenen Familie beispielsweise keiner findet, der das geeignet machen kann, dann fallen da auch Kosten an, die vom Betreuten auch getragen werden müssen. Und Eheleute und vor allen Dingen vielleicht auch Nicht-Verheiratete sollten sich dazu auch rechtzeitig aufklären lassen. Ich betone wirklich rechtzeitig, weil wenn der Betreuungsfall eingetreten ist, ist es ja in der Regel zu spät. Also aufklären, beraten lassen, bevor es tatsächlich zu spät ist. Frage und Antwort. Eine verheiratete Frau will ein kleines, ihr gehörendes Gartengrundstück verkaufen. Ihr Mann ist dagegen, obwohl sie es gemeinsam nicht mehr bewirtschaften und mit anderen Grundstücken genug zu tun haben. Muss die Frau die Zustimmung ihres Mannes haben, um die Parzelle zu veräußern? Das müssen Sie nicht, denn nur wenn Sie über Ihr Vermögen insgesamt, also über Ihr gesamtes Vermögen verfügen oder über wesentliche Teile davon, brauchen Sie die Zustimmung Ihres Ehepartners. In diesem Fall würde ich aber trotzdem empfehlen, doch irgendwie das Einvernehmen herzustellen, schon um den familiären Frieden zu wahren. In der vergangenen Woche wurden die Anwohner in Hoyerswerda über die Anpassung der Strom-, Gas- und Fernwärmepreise informiert. Die genauen Zahlen wurden in einer Pressekonferenz der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda bekannt gegeben. Deutlich gestiegene Energiekosten am Weltmarkt und die nationale CO2-Bepreisung fossiler Brennstoffe machen sich ab dem neuen Jahr auch in Hoyerswerda bemerkbar, jedoch nicht so hoch wie erwartet, da die Beschaffung der Energiemengen bereits im September erfolgreich abgeschlossen wurde, heißt es vom Unternehmen. Bei Strom für die Grundversorgung erhöht sich der Verbraucherpreis brutto um 0,48 Cent je Kilowattstunde sowie der Grundpreis brutto um 9,52 Euro pro Jahr. Für einen Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 2500 Kilowattstunden steigen somit im Grundversorgungstarif die monatlichen Stromkosten im kommenden Jahr brutto um 1,79 Euro pro Monat. Das sind 3% mehr gegenüber diesem Jahr. Wie sieht's beim Gas aus? Hier erhöht sich im kommenden Jahr der Verbraucherpreis in der Grundversorgung brutto um 80 Cent je Kilowattstunde. Die gute Nachricht ist, dass der Grundpreis konstant bleibt. Die Mehrbelastung im kommenden Jahr aufgrund erhöhter Beschaffungspreise, Netzentgelte und des CO2-Preises beträgt brutto 12 Euro im Monat für einen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden. Gegenüber diesem Jahr ist das eine Erhöhung um 10%.
Bei Fernwärme muss ein durchschnittlicher Haushalt in Hoyerswerda im kommenden Jahr mit einer Anpassung des Preises um 7 Euro je Monat rechnen. Also 5% mehr als in diesem Jahr. Eine verbindliche Preisbestimmung ist erst ab Januar 2023 möglich. Nach wie vor bleibt der Bezug von Fernwärme jedoch deutlich günstiger als eine Gas- oder Ölheizung, heißt es von den Versorgungsbetrieben weiter. Ja, ich glaube, es ist allen bekannt, dass die Weltmarktpreise für Strom, Gas deutlich nach oben gegangen sind und diese Preisentwicklung an den Börsen wird sich auch im nächsten Jahr in Hoyerswerda niederschlagen. Wir haben am Markt jetzt eine Preisversechsfachung der Energiepreise und dementsprechend haben wir auch neu kalkulieren müssen. Und ein Preistreiber ist eben, dass wir in 2021 einen sehr kalten Winter hatten. Wir hatten die Sommerbelebung nach der Corona-Krise und die Speicher im Gasbereich sind in Deutschland zumindest im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger gefüllt, insofern die Nachfrage groß und eben auch teuer. Dazu kommen die nationale CO2-Bepreisung. Bewusst, dass das natürlich auch nicht so angenehm ist, aber wie gesagt, wir können uns den Preisen der Börse nicht entziehen. Wichtig ist aber auch, dass wir eben aufgrund unserer sehr transparenten, aber auch sehr vorausschauenden Beschaffung die Preise für 2022 gesichert haben. Wir haben also bereits im September diesen Jahres sowohl die Beschaffung in Strom und Gas abgeschlossen und dementsprechend auch eine Preisstabilität für 2022 realisieren können. Und eben auch heute schon wissen wir, was wir in 2022 im Dezember an Gas Preisen abrufen, zum Beispiel. Die Wasser- bzw. Abwasserpreise bleiben im kommenden Jahr konstant. Gern berät sie das Team des Service Center Energiewelt am Lausitzer Platz in Hoyerswerda zu alternativen Tarifen und Produkten. Dazu zählen ein neuer Ökostromtarif, Angebote für E-Ladesäulen sowie Möglichkeiten zum Stromsparen, zum Beispiel durch den Bau einer Solaranlage. Richtig sparen können VBH-Kunden, wenn sie die lokale Servicecard einsetzen und die Vorteile für VBH-Strom- und Gaskunden nutzen. Sie können mehrere hundert Euro pro Haushalt betragen, informiert das Unternehmen weiter. Zählerstände müssen aufgrund der Preisänderung nicht abgelesen und gemeldet werden. Die Höhe der vereinbarten Abschlagszahlungen gilt unverändert bis zur nächsten Jahresrechnung. Achtung, darauf weist der Versorger ebenfalls vorsorglich noch hin, dass er keine Strom- und Gaslieferverträge über andere Anbieter telefonisch besprechen oder ablösen lässt. VBH-Mitarbeiter kündigen sich schriftlich an und können sich ausweisen. Das war unsere Regionalzeit für das Lausitzer Seenland. Die nächste Ausgabe sehen Sie Montag in einer Woche. Bis dahin passen Sie auf sich auf und ziehen Sie sich warm an.